Darf ich euch Lotte vorstellen? Unser neuer Schlüsselhalter. Und wie wir sie gemacht haben, zeigen wir euch jetzt. Aus Tennisbällen könnt ihr klasse Halter machen, die ihr für alles Mögliche brauchen könnt. Nebst den Tennisbällen braucht ihr noch Cutter und Aale, Saugnäpfe sowie Deko, zum Beispiel Wackelaugen. Einen Einschnitt machen, dies wird später einerseits der Mund des Figürchens und andererseits der praktische Halter. Auf der gegenüberliegenden Seite ein kleines Loch schneiden und in dieses einen Saugnapf stecken. Durch den Schlitz den Saugnapf von innen festkleben und trocknen lassen. Nun das Figürchen noch verschönern, zum Beispiel mit Wackelaugen, und dann könnt ihr zum Beispiel noch eine Krawatte aus Filz schneiden oder wie wir Haare aus Bast oder Wolle ankleben. Der Tennisball kann nun zum Beispiel am Türrahmen, Badezimmerwand oder Fenster befestigt werden und hält Schlüssel, Briefe, Waschlappen etc. Wir sind sicher, ihr habt noch weitere Verwendungszwecke für die Tennisballhalter. Schreibt sie uns doch in die Kommentare rein. Gell, Lotte? Ja, und falls ihr ein Foto macht von eurer Lotte, eurem Johnny oder wie ihr euer Männchen dann nennt, dann postet es auf Instagram und taggt uns drauf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!